Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und ja, wir machen jetzt hoffentlich die letzten 5 Level fertig. Keine Ahnung, wie schwer das wird, aber schauen wir mal. Die Imps sind schon mal nicht so schwer, einfach Feuer drauf. Die Chimera ist ein bisschen schwerer, wobei diese vermutlich genauso ist wie jede andere Chimera im Spiel, aber die sind alle gleich. Das Tentakel-Achievement war übrigens, dass du ihn getötet hast, ohne die Tentakel zu töten. Ja. Ja gut, das ist, die Tentakel sind nicht mal gespawnt, also. Ja. Es wirkt dann auf mich aber auch so, dass man das nicht mit Schlussstrich machen sollte. Dass es da auch eine andere angebliche Taktik gibt. Es kann auch sein, dass es einfach verbuggt ist. Das ist durchaus möglich, glaube ich. Chimera. Oh, ich verwechsel immer, was nah und was fern war. Ich glaube, der Drache war immer nah, das andere war dann weit weg. Widder war, glaube ich, ein AOE um ihn rum und Drache war Donut. Da war es andersrum. Ich hab doch die Fähigkeiten. Du hast immer Drachen gemacht, ich immer wieder. Sind denn die Fähigkeiten da, ja. Du hast Widder gemacht, das heißt weit weg vom Widder. Und beim Drachen nah dranbleiben. Das ist alles, was man wissen muss bei der Chimera. Jo. Die sind jetzt wieder relativ einfach. Denn das Wetter war weg. Vielleicht aber ich werde nicht mehr zaubern für den Moment. Aber ich habe direkt schon 50% runter. Oh, Winterhüter, das wusste ich nicht, dass da noch was kommt. Krieg ich das noch unterbrochen? Nein. Zaubern, aber es wird er das gleich wieder machen mit den Flächen. Oh, Gewicht auf mir drauf, nice. Das ist ein bisschen blöd. Oh, so viel Gewicht, dass ich nicht mehr wegkomme. Oh mein Gott. Ich wollte es einfach durchbürsten, aber es ging nicht. Ja, mit 77% anfange ich auch schon ganz gut. Erster Imp und schon 26%.
Nice. Ja, das war aber im Vergleich jetzt wirklich sehr einfach. Arena-Granate, die explodieren und... Der Urgroßbomber, okay. Okay. Krachen. 4 Minuten. Das heißt, hier gibt es irgendwelche tricky Sachen. Nicht tricky Sachen, es ist ein Kampf, so rum. Aber in 2 Minuten wären wir ins tricky Sachen. 4 Minuten klingen nach einem Kampf. Ja, ich meine, das ist ja relativ easy, wenn ich nochmal rausgehe. Also außer die explodieren beim ersten Treffer direkt, das kann natürlich sein, aber die sind nicht immun gegen sofortiger Tod. Das heißt, wenn die... Das hast du gesehen? Ja. Wie, was habe ich... Was? Das hast du gesehen? Ja. Sieht doch in meinem Video, oder nicht? Ja. Oh. Ich nehme die Moonfutter mal weg und nehme die Schweifschraube wieder rein. Das sind auch die Fähigkeiten, die dann auf 1 HP runterziehen. Also, einstellig HP. Bücher fehlt sie. Oh, muss ich erst mit Rakete machen? Oder die sterben halt einfach mit einem Hit? Ja, ich mit. 10% Trefferchance oder so. Was ist jetzt das? Bevor ich hier weitermache. Oder? Die spawnen ja sogar. Hä? Schmeiß eine Rakete gegen und du wirst es erfahren. Hä? Was war das denn jetzt, hä? Warum ist die erste Stage einfach 4 Bomben, die man einfach so töten kann, ohne Probleme? Das verstehe ich halt nicht. Also, ich bin in der ersten Stage gestorben. Was? Innerhalb von einer Sekunde gefühlt. Wie? Ich hab eine Rakete geschmissen. Und dann sind die explodiert. Mechanik von denen ist, dass du sie one-hitten musst. Okay. Das erste Ding soll einfach nur zeigen, dass man sie one-hitten kann. Ja. Weil er spawnt die ja auch und er macht dann Entzündung und dann musst du natürlich tot sein, bevor er das macht. Oh. Das ist aber eine Gasbombe, der macht irgendwie was anderes. Hauptsache er ist tot. Ah, der muss. Der muss in ihm explodieren, glaube ich. Ich habe immer extra meine Borstigkeit benutzt, damit ich mehr Schaden mache bei irgendwie. Weil ich halt bei den Raketen gemerkt habe, wenn ich sie nicht wollen hätte, dass sie mich dann umbringen. Die gelben AOE-Marker sind ein bisschen unpraktisch bei dem Arena-Boden.
Erstmal einmal anhauen, dann spitze Zunge zur Hände hin. Betäubungsknabe, der hoffentlich ist er noch schnell genug. Muss ihn auch gar nicht anhitten. Er macht eh sein Ding. Oh, Großbomber lässt es krachen. Der Name, ey. Prinz Behemoth. Okay. Eine sehr hohe Stärke. 5 Minuten mindestens. Klingt also nach einem Kampf. Also wird der einfach Meteor machen. Also das, wo man sich hinter den Ding verstecken muss. Ja, wo man sich hinter den Stein verstecken muss. Achso, meinst du, wie ja. In Raid? Keine Ahnung, was weiß ich, was der macht. Das erste Mal hier drin. Ich hab hier sehr viele Behemoths hier in Final Fantasy. Vielleicht ist das ja der aus dem Final Fantasy der. Das AOE wird größer. Der macht Comet. Nur ein Pixel übrig. Nein, ich werde den Schlussstich nicht einsetzen. Er geht ja auch ohne. Die Schnagelung am Rand der Arena ist schon verkackt. Ein Pixel habe ich hier noch. Und der hat nicht gereicht, der Pixel. Der hat schon ein paar Stacheln von mir abbekommen, der kann das auch. Nee, nee.
So will ich das sehen. Das ist schon viel angenehmer. Warum nicht gleich so? Perfekt, genau daneben platziert. So lobe ich mir das. Ekliptik Meteor. Was macht man denn jetzt? Das war richtig. Mal 3 Pizzen. Ich hoffe, das ist nicht Proximity. Hat funktioniert. Ein bisschen Mana. Oh nein, das ist nicht gut, dass er das jetzt da castet. Ich meine, er ist beinahe tot. Down ist er. Legit gemacht. Gott sei Dank hast du kein Spell von ihm bekommen. Wieso? Weil ich ihn gestochen habe. Man kriegt man keine Spells? Weiß ich nicht. Gibt er einen Spell oder was? Weiß ich nicht. Das ist ein lustiger. Aber bei jedem Gegner, den ich gestochen habe, wo ich nichts bekommen habe, habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Ja, und das ist das Problem mit dem Stechen, ne? Epilogi, das Ende kommt immer zuletzt. Wikinger und Magier. Resistenz, Hiebstich, Schlag, Resistenz, Zauber, natürlich. Natürlich, natürlich. Danach. Arena Scholar.
und Epilogie. Ah. Klingt nicht einfach. War 6 Minuten 45, eieiei. Oh, das klingt nach einem schweren Kampf. Was? Achso, ich habe aus Versehen aufs Zurückziehen gedrückt. Oder was? Jetzt. So, der eine Tod ist es doch schon viel spannender jetzt hier. Stich. Oh, kleiner Witz, wie süß. Mit der Sardine getötet. Beim Unterbrechen mit der Sardine getötet. Geschwiegen wird hier nicht. Kurzanalyse. Keine Ahnung. Ist nicht gut. Dreifachschlag. Ich gehe mal lieber weg. Tschüss. Oh mein Gott. Okay, da muss man sich wieder ein Schild draufpacken. Oder war das wegcastbar? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt wieder meine schöne Schildkröte. So, mach mal deine Kurzanalyse. Aha. Interessante Analyse. Ja, die hat nicht viel gebracht, die Analyse, wa? Das ist ein richtiger schöner Kack-W-Moment gerade gewesen. Analysier du mal. Oh, ich hab das gelöst, indem ich mir den Debuff weggemacht habe. Aufpassen, wenn er Kurzanalyse macht. Schweigen, unterbrechen. Oh. Jetzt macht er mit der Kurzanalyse, ne? Macht er das? Nee, er macht wieder das. Wieder die Typis. Nagel werden immer abgestochen. Ich wollte gerade fragen, macht der jetzt gar nichts mehr? Der Pattern ist vorbei. Ich glaube auch, das Pattern ist durch. Attack. Zauberhammer. Okay. Nicht geschnitten, gleich klingt der Schwanz. Mann. Das ist durch eins der Dinger durch. Nee, bin betäubt. Oh mein Gott. Und ich nehme ordentlich Schaden.
Oh nee, da. Oh mein Gott. Wieso. Oh mein Gott, wie soll ich den töten? Steht da draußen drin. Das ist ja total dumm. Wie dumm ist das denn, dass er da einfach draußen rumstehen kann? Hab ich überhaupt irgendwelche Fernkampfangriffe für sich? Ja. Nee. Bohrkanone. Was? Bohrkanone. Komm, was? Nummer 76. Gibt es noch mehr Zauber, von denen ich wissen müsste? Den verschiedenen hast. Wobei doch, es gibt auch ein Totem, was ich jetzt gerade abgeholt habe. Zauber haben wir erlernt. Was? Das heißt, du hast den noch nicht, weil du stutzig gemacht den hast. Den hab ich nicht. Ja. Nein! Das ist alles nur, weil du stutzig gemacht hast. Ach nee. Bin aber gespannt, das ist bestimmt die beste Attacke, die es jemals gab. Jetzt darf ich die ganze Mist dann nochmal machen. Du führst eine elementneutrale magische Attacke auf das Ziel und alle umstehenden Gegner aus. Attackewert 250. Attackewert verringert sich ab dem zweiten Gegner um 50%. Zusatzeffekt verringert Intelligenz- und Willenskraftwerte des Ziels um 10%. Dauert 10 Sekunden. Zusatzeffekt regeneriert 10% der eigenen maximalen MP. Nicht schlecht. MP aufladen, Gegner schwächen, dicken fetten 250er Schaden. Tja, da ist dem Herrn wohl was entgangen. Dann gibt's drei Akte mit ihm. Oh nein. Angst. Was hat er da für einen Buff? Eisstachel. Ah, der macht auch Eisstachel. Oh, stimmt, jetzt wird das nicht, Idiot. Ah. Das Glück war es verzeihend. Ach stimmt, der ist ja auch ein Blue Mage, also kann er ja nur das, was Blue Mage auch. Warum ist deine anders als meine? So will ich die aber auch haben, den Plattenspringer. Ja, das wäre schon cool. Das ist unfair.
was macht er jetzt? Reflektorschild, okay. Das sind noch physische Attacken. Von denen ich nicht so viel habe. Messer. Die Bockhandel leistet mir gute Dienste. Okay, da kann er nicht viel. Mal gucken, wie der dritte Akt wird. Hat er jetzt wieder, ist vermutlich aller Schaden der Guild. Oh, Reflektorschild. Er wechselt also jetzt. Wende mich mal an. Okay. Ah. Der macht die fix an die vier Ecken. Okay. Oh nein. Oh, oh, oh. Teleport. Tschüss. Nicht mit mir. Nee, 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 nee. Oh, jetzt macht der Eisstachel. Oh. Das war dein größter Fehler, mein Freund. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ich muss in die Mitte, aber da sterbe ich doch. Was castet er gerade? Ich habe keine Ahnung, was er gerade castet. Aber mein Schätzelein, ich habe die ganzen Primary-Attacken. Die tun richtig weh. Oh, wieder teleportieren. Oh nein, ich bin einfach falsch teleportiert, ich bin tot. Bin raus, aber es hat nicht mehr gezählt. Das Spiel wieder sagt, ich bin draußen, hat bei mir im Bildschirm gesehen, ich bin raus teleportiert und wieder reingezogen worden einfach. Weil das Spiel sagte, nein, bei mir war es noch nicht draußen. Und er hatte noch 11% oder so, geil. Ja. Auf 50% kriegen. Dann kann ich mit so viel Magie reinhauen.
kann nichts mehr sehen, ey. Er macht Eisstache, perfekt. Das überlebst du nicht, mein Freund, du bist tot. Ey. Bist du noch da? Ja. Ja. Weißt, was jetzt ist? Der Part ist noch 10 Minuten. Wo bist du? Über Freunde suchen. Lade ich dich wieder ein. Da ist er ja. War eine schwere Geburt. Du scheinst einen Anflug von Freude in den unveränderlichen Gesichtszügen von Natalia zu erkennen. Wir kriegen dafür Azul Magia, die Waffe. Potato hat Azul Magia besiegt. Er ist stark, stärker als der Meister. Ich bin so froh. Der Lasurstein-Canyon ist gerettet. Ich danke dir. Du hast ihn grün und vor allen Dingen blau geprügelt. Der wird so schnell nicht mehr seine gierigen Hände nach dem Land der Valakie ausstrecken. Was für eine Vorstellung. Was für ein Finale. Das war der Auftritt deines Lebens, Potato. Ich werde mich an unsere Abmachung halten und Vastras ehrt seine Pläne für den Lasurstein-Canyon die Finanzierung entziehen. Mein Vertrauen in dich hat sich sowieso schon tausendfach bezahlt gemacht. Narren, glaubt ihr wirklich, dass sich der Blaumärgel des Bösen so leicht besiegen lässt? Ich würde euch niederbrennen, in Stücke schlagen, mit kaltem Wasser bespritzen. Er ist gut in der Trolle. Ich glaube, er macht jetzt weiter in der Arena. Ach, da habt ihr für einen Moment gedacht, ich wäre Azul Magia, oder? Ich muss sagen, die Rolle gefällt mir. Die Rolle des Bösewichts. Ich gebe mich geschlagen. Die Valakie sollen ihr heiliges Land behalten. Ich bin zwar Geschäftsmann, aber ich glaube, dieser bin ich zu weit gegangen. Eigentlich ist es doch ganz nett, dass die neue Welt von unseren Auswüchsen der Geldtreiberei noch unberührt ist. Das letzte war ein Scherz. Reus hat mir bereits zugesagt, eine neue Expedition zu finanzieren. Irgendwo in der neuen Welt gibt es einen Ort, so unheilig wie mein linkes Nasenloch. Da braucht man nur einen Spaten in die Erde zu stechen und schon sprudelt das blaue Gold heraus. Ich muss ihn nur finden. Das heißt, wir werden ihn wiedersehen in der neuen Welt. Ich werde in ein paar Tagen mit dem nächsten Schiff aufbrechen. Seda, willst du mich begleiten? Ich schulde dir mehr als eine Überfahrt, aber sieh es als Anzahlung. Ich könnte übrigens einen Dolmetscher gebrauchen, damit ich nicht die gleichen Fehler wie bei den Valakie noch einmal mache. Ich glaube, dass wir den wiedererkennen und wieder treffen werden in dem Dorf dann von denen oder so. Und dann, also zumindest den Jungen, und dann wird er ansprechen, dass wir ihn kennen. Glaube ich, weil wir die Quest gemacht haben. Es hat da eine Textzeile, aber es ist immer schön, wenn die NPCs einen dann wiedererkennen. Dabei will ich dir gerne helfen. Ich habe schon von anderen Orten gehört, die ähnlich blau schimmern wie der Lasurstein-Canyon und die keinem anderen Stamm gehören. Wirklich? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Du und ich, wir haben viel zu besprechen. Aber zuerst muss ich Vorbereitungen für die Reise treffen. Vielleicht kann ich eine frühere Abreise verhandeln. Ich werde dich nie vergessen, Potato. Wenn du je die Indigo-Tiefen überqueren solltest, werden die Valakie dich immer mit offenen Armen empfangen. Das hoffe ich doch mal. Wir kommen ja bald. Ist ja bald schon ready, ist ja schon im Juni soweit. Damit lass dir mal schön noch etwas Zeit. All deine Vorstellungen in der himmlischen Arena sind ausverkauft. Die Massen verlangen nach dir. Ich zähle auf dich, Potato, Falschenblau der Zweite. Da zwänge ich mich extra wieder mein Kostüm, aber sie will dich als Hauptdarsteller haben. Dabei habe ich doch den Charakter aufgebaut, auf dem dein Erfolg fußt. Ich sag's euch, diese Arena kann mir gestohlen bleiben. Ich pfeife auf das Theater. Warum trägt Meister Martin denn noch das Kostüm? Ich lasse mich doch nicht diese lukrative Gelegenheit entgehen, ein kleines Vermögen zu verdienen. Jetzt klingt Meister Martin fast wie Meister Vastrach. Ist er etwa auch ein Blaumagier des Bösen?
Der gute alte Blaumagier des Bösen. Mir ist da etwas aufgefallen. Die ganze Stadt redet über Blaubeard Falschenblau und Potato Falschenblau der Zweite. Und sie reden auch über die Blaumagie. Vielleicht werden die alten Bücherwürmer in der Gilde der Hermetiker jetzt endlich begreifen, welches Potenzial die Blaumagie hat. Ich glaube, ich sollte selber eine Gilde gründen. Eine Blaumagier-Gilde. So könnte ich es ihnen heimzahlen und gleichzeitig kann ich das Wissen über die blauen Künste in Eorzea verbreiten. Allerdings bräuchte ich eine beträchtliche Stange Geld als Startkapital. Was soll's, die verdiene ich mir als Blaubeard Falschenblau. Und wenn ich wieder im Krankenbett lande, lache ich drüber, mach weiter. Wenn du Lust hast, die Arena mit mir zu teilen, bist du natürlich herzlich dazu eingeladen. Aber bereite dich darauf vor, dein blaues Wunder zu erleben. Niemand gewinnt gegen Blaubeard Falschenblau. Damit endet dein Abschnitt der Blaumagier-Auftragsreihe. Um sie fortzusetzen, musst du die folgende Voraussetzung erfüllen. Der Auftrag des Hauptszenarios Drachenkrieg Epilog, das Ende eines langen Weges ist abgeschlossen. Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, kann die Auftragsreihe für Blaumagie bei Martin fortgesetzt werden. Haben wir jetzt hier auch neue Einträge bei dem Rustmaskerade? Ich bin eben schon Level 62. Haben wir jetzt neue Dinge aufgemacht? Nee, noch nicht. Wie er einfach schon direkt die Quest angenommen hat. Der Gierige. Kann ich mal einfach 2 Minuten warten? Nee. Martin spielt sich noch mehr auf als sonst. Hallo Potato, lange nicht gesehen. Hast du in der Zwischenzeit auch fleißig trainiert? Ich hoffe es doch. Ich muss zugeben, ich hatte in letzter Zeit mit den Auftritten in der himmlischen Arena unter Leitung der Blaumagier-Gilde ziemlich viel um die Ohren. Du hörst richtig, das Geschäft brummt. Mächtige-Lehrlinge haben sich nahezu die Köpfe eingeschlagen, um sich in der Gilde anzumelden und meinen Jobkristall in ihre Griffel zu bekommen. Du hast auf deinen Reisen sicherlich ein paar von ihnen gesehen, wie sie sich die örtlichen Kaktoren und was da sonst noch so an Kreaturen rumkreucht vornehmen. Doch die einmalige Gelegenheit, die blauen Künste unter der Anleitung von Blaubeard Falschenblau zu studieren, ist es, was sie eigentlich anzieht. Und dank ihnen ist mein lebenslanger, nun beinahe lebenslanger Traum von meiner eigenen Gilde wahr geworden. Och, wenn man vom Eufel spricht. Na, wenn das nicht meine beiden Musterschüler Pian D und Nutiba sind. Ihr seid sicher da, um euch neue Trainingstipps abzuholen, richtig? Ist es denn die Wahrheit? Hat Falschenblau der Zweite uns endlich mit der Gnade seiner Anwesenheit beehrt? Ich kann nicht fassen, dass wir endlich die Gelegenheit haben, dich persönlich zu treffen. Haben nur Augen für mich. Bitte, ich flehe dich an, akzeptiere mich als dein Lehrling. Mach mich auch. Ihr vergesst wohl, wer hier der Gildenmeister ist. Davon abgesehen habe ich andere Pläne für Potato. Und was euch beide angeht, wenn ihr euch erlauben könnt, hier rumzustehen und ein Schwätzchen zu halten, dann habt ihr auch Zeit, um loszuziehen und euch ein paar neue Zauber anzueignen. Auf geht's, macht schon! Mann, oh Mann, wenn sie sich mal von ihren Luftschüssen verabschieden und ihre Köpfe zur Abwechslung in ihre Zauberbücher stecken würden, könnten sie auch verdammt nochmal etwas lernen. Auweia, jetzt hätte ich beinahe vergessen, dass ich bald einen Auftritt habe und ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass ich noch diese ganze Sache mit Azulmagia wieder gut machen muss. Vor einem Kampf solch einen Unfug anzustellen und sich dann an meiner Stelle antreten zu lassen, war nicht gerade mein hellster Moment. Möchtest du den wahren Blaubeard Falschenblau in Aktion erleben? Natürlich wirst du nicht von den Rängen zuschauen wie dieser ungewaschene Pöbel. Ich habe selbstverständlich einen Platz in der ersten Reihe für dich. Ach, jetzt kommen die neuen Arena-Dinger. Okay, sag mal, du hast 25 Level gemacht, jetzt mach nochmal mehr. Keck wie. Ja, den haben wir auch schon gemacht. Das ist nichts Besonderes. Nach den bemerkenswerten Leistungen von Falschenblau dem Zweiten ist sein Mentor Blaubeard Falschenblau in die himmlische Arena zurückgekehrt. Da er seinem Zögling in nichts nachstehen möchte, hat er eine der furchterregendsten Kreaturen als Gegner auserkoren, den wilden, gigantischen Kronprinz Behemoth. Rakete funktioniert bei dem nicht. Blaubeard Falschenblau eröffnet das Schauspiel mit einem Hagel seiner Lieblingszauber. Doch der Behemoth zeigt sich davon gänzlich unbeeindruckt. Ja, weil klar, die Rakete funktioniert nicht. Ja, auch sogar der Scheiße widerstanden. Ja, der Hammer ist cool. Den habe ich ja auch gelernt. Den kenne ich nicht, den Zauber. Das ist scheinbar Komet. Kann man den bei dem lernen?
Unfassbar, meine Damen und Herren. Nicht einmal der Kronprinz oder der Bestien konnte diesen nie zuvor gesehenen Techniken standhalten. Der Sieg geht an Blauwert Veilchenblau. Nun, was sagst du dazu? Ich wette, du hättest nicht gedacht, dass Blaubeard Veilchenblau sich noch weiter steigern könnte. Obwohl ich äußerst beschäftigt bin, habe ich es vermocht, so ganz nebenbei noch ein paar neue Zauber aufzugreifen. Ich habe den weiten Weg nach Ishgard auf mich genommen und mein Glück gegen Kreaturen versucht, die so schrecklich sind, dass sie einen Behemoth zum Heulen bringen würden. Die Reise hat sich jedoch gelohnt. Mein Repertoire an Blaumagie ist nun größer als je zuvor. Und ich sag's dir, die Menge kann gar nicht genug davon bekommen. Man sollte meinen, dass die himmlische Arena all diesen zusätzlichen Aufwand mit einer Erhöhung meiner Gage belohnen würde, aber anscheinend nicht. Ach, das erinnert mich an etwas. Reus meinte, dass sie jemanden darüber drüben bei der Minenarbeitergilde treffen wollte und ich bin auch eingeladen. Vielleicht wird es ja doch noch was mit den Gildregen. Da du schon mal hier bist, solltest du auch mitkommen. Wenn ein paar zusätzliche Gilde dabei herausspringen sollten, möchte ich nicht, dass du leer ausgehst. Du weißt ja, wie großzügig ich bin. Sehr großzügig, du sein. Er will uns bestimmt wieder für sich arbeiten lassen. Baut mal 50 Kupfererz ab, bitte. Ich freue mich, dass du auch kommen konntest, mein Lieber. Warte bitte hier, ja? Ich werde Bescheid sagen, dass wir hier sind. Es ist mir ein Vergnügen, euch dem großartigen Meister Frigges vorzustellen, ein geschätztes Mitglied des Scorpio-Kreises und Vorsitzender der Amergina Bergbau AG. Martin, es wird sich sicherlich freuen zu hören, dass er den Kampf gegen den Kronprinz Behemoth äußerst erheiternd fand. Ein Mitglied des Scorpio-Kreises war im Publikum? Das war ich. Eine beeindruckende Vorstellung, junger Mann. Ich muss zugeben, dass ich die große Maskerade bislang für nichts weiter als eine frivole Ablenkung hielt, die nicht mit den allerehrwürdigen Traditionen des Kolosseums vereinbar ist. Doch es bedurfte lediglich einer Darbietung, um derartigen Bedenken auszuräumen, denn der Blaumagie ist wahrlich ein einzigartiges Spektakel. Das ist sehr nett von euch, mein Herr. Und gehe ich recht in der Annahme, dass wir eure Unterstützung haben? Aber ja doch, von diesem Tag an wird die Amagina Bergbau AG jegliche finanzielle Unterstützung bereitstellen, die benötigt wird. Ihr erweist uns eine große Ehre, Meister Firgis. Nun, da das entschieden wäre, muss ich mich wieder anderen, weniger interessanten Dingen zuwenden. Ich würde meine Assistenten damit beauftragen, die Einzelheiten unseres Arrangements auszuarbeiten. Und damit verabschiede ich mich. Du fragst dich jetzt sicherlich, was das alles zu bedeuten hat. Mehr Kämpfe. Die große Maskerade ist zwar ein rauschender Erfolg, wofür ich euch beiden so dankverpflichtet bin, aber eine Menagerie von wilden Bestien kampfbereit zu halten, hat ganz schön an unserem Profit gezaudert. Das Publikum, gezerrt, wird sich schon bald an den gleichen alten Bestien satt gesehen haben, also müssen wir in Frischfleisch investieren. Das wiederum liefern uns erfahrene Fallensteller, deren Dienste auch nicht gerade preisgünstig sind. Darum habe ich Firgis zu einem Besuch in der himmlischen Arena eingeladen. Dieser wandelnde Geldbeutel ist bekannt für seine Liebe zum Kolosseum und seinen aberwitzigen Wohlstand. Und unter uns gesagt, anscheinend sitzt er beim Scorpio-Kreis nicht ganz so fest im Sattel, wie er das gerne hätte. Daher ist er verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Unternehmung, um seine Rivalen zu überflügeln. Ein paar Gilde am richtigen Ort, wie der himmlischen Arena, und schon ist er wieder oben auf. Nun, das denkt er zumindest. Wir müssen lediglich noch ein paar Kämpfe abhalten, um ein wenig flüssiger zu werden. Und dann sind wir alle finanziellen Sorgen los. Bevor wir das aber dann angehen, werden wir erstmal Level 70 machen und Zauber lernen. Ha, das ist also Meister Firgis. Es ist gut, ihn endlich mal persönlich kennengelernt zu haben. Ich frage mich, ob die Amalgina Bergbau AG Interesse daran hätte, die Blaumagier-Gilde zu unterstützen. Habe ich gerade laut gedacht? Haha, vergiss, was ich gesagt habe. Ich kann es kaum erwarten, wie die Jungs von der Gilde auf diese Entwicklung reagieren werden. Wollen wir? Oder die Kämpfe kommen erst ab Stufe 60, keine Ahnung. Ich glaube, die werden erst ab 60 kommen. Aber ab 60 kommt das Blue Mage Lock. Ja, vielleicht kriegen wir ja beides.
Aber vielleicht gibt es neue Kämpfe dann erst ab 70. Es klingt, als würde Reus und, uns mit ein paar neuen Gegnern in der großen Maskerade konfrontieren. Wie ich sie kenne, wird sie sich dabei besonders um die Sicherheit scheren, also nicht um die Sicherheit scheren. Also sollten wir uns lieber gut vorbereiten. Aus diesem Grund habe ich es mir erlaubt, ein paar weitere Einträge in dein Zauberbuch hinzuzufügen. Wie der gute Lehrling wirst auch du in den Fußstapfen deines Lehrmeisters treten müssen, was dich nach Ishgard führen wird. Und welchen Zauber solltest du erlernen, wenn du dort eintriffst? Natürlich Schneesturm. Nicht zerkörpert das frostige Klima dort wie ein Stoß eiskalter Luft. Wenn du deinem Arsenal noch weitere Blaumagie hinzufügen möchtest, dann hat Gahalja ja ein paar brandneue Totems für dich im Sortiment. Eine Sache noch, bild dir nicht zu viel darauf ein, aber dein Blaumagie wird meiner schon bald ebenbürtig sein. Da hatte ich daran gedacht, dich selbst ein paar Lehrlinge ausbilden zu lassen. Doch dafür musst du zunächst einmal ein Stück aus Ishgard zurückkehren. Pass bloß auf, dass du dir draußen keine Frostbeulen holst. Als ob Ishgard so ein hartes Pflaster wäre. Schon das eine neue, das du, was wir aus der Arena bekommen haben. Er hat voll gelogen. Ich meine, Doom ist ziemlich nice. Aber Doom hat mir gerade schon. Ja. Haben wir halt durch die Arena bekommen. Ja, und sind hier neue Level? Sind hier neue Level schon? Ja, oh nein. Als erstes, ja, nein. Nein. Das sind keine neuen Level, keine neuen Zauber, immer noch 124, aber es ist schon krass. Wir haben fast die Hälfte der Zauber, ne? 56 von 124. Wir sind schon ein halbe Blaumagier. Hm. Ich weiß nicht, wie viel du hast, du hast bestimmt schon wieder mehr als ich. Ich habe 55. Hä? Achso, ja, aber der eine fehlt. Löst beim Ziel den Status weiter. Okay, das ist, das ist natürlich, bleibt mal stehen. Warum kann ich das nicht auf dich machen? Ich wollte dumm auf dich wirken. Kannst du auf die kleinen Zwerge machen. Da bin ich jetzt so wütend. Da bin ich so wütend. Ich bin so wütend. Ich könnte mich auch kurz retzen. So, meine lieben Freunde auf YouTube, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn wir dann in Richtung Ishgard gehen und damit Level 70 dann da weitermachen. Ich meine, wir sind schon beide Level 62, das heißt, wir müssen dann noch 8 Level leveln. Und dann werden wir uns ins Zauberbuch geben. Und ich glaube, wenn wir dann weitergehen bei Seite 4, sehen wir schon Abendrotwacht, Alexander Arm des Vaters, westliches Hochtal von Körters, Abalatisches Wolkenmeer, Alexander Faust des Vaters, große Gubal-Bibliothek, Abalatisches Wolkenmeer. Und wir werden natürlich auch noch die königliche Konfrontation nicht vergessen. Dravanisches Hinterland, St. Morkian Aborterum, Dravanisches Hinterland, Abalatisches Wolkenmeer und so weiter und so fort. Erzbasilika. Zwei Stück in der Erzbasilika übrigens. Kriegen wir den Speer, mit dem er ist, auch schon vorgetötet wurde? Große Kuppelbibliothek ist zweimal scheinbar. Belsawal, aber Belsawal ist schon Stormlord. Ja. Aber so ein Tempel von Khan schwer, ist der nicht dann auch einfach nur Stufe 50 oder war das ein höheres Dungeon? Nö. Der kam mit, das ist richtig, dass der mit Stormblood oder Heavensward kam, versunkene Tempel von Khan schwer. Aber es ist eine Stufe 50, die hinzugekommen ist. Ich meine zumindest, dass das so war. Die müssen wir dann auch noch machen. Okay. Oh, verschlungene Schatten 1 gibt's nochmal. Und Nest des Drachen ist auch eine 50er, oder nicht? Ah ne, Nest des Drachen war der Weg nach oben zu dem Ding, oder? Oder war Nest des Drachen nicht die Patch-Ding? Nee, Hüter des Sees war das, genau. Nest des Drachen war das, wo mit so einem Aal danach, genau, Nest des Drachen. Das war auch nur eine Level 55er, ne? Pharos Sirius Schwer ist auch eine 50er, oder nicht? Ah ne, ist eine 60er tatsächlich, okay. Ja. Historisches Underpour Schwer auch. Schiffbrecherinsel, große Gubal-Bibliothek Schwer. Dann ist auch Alexander weiterhin und dann
Eieiei, dann geht's ja noch weiter. Stimmt, aber Belzerwall ist ja auch Stufe 60. Ist quasi der Anfang des Patches zu Stormblood, aber ist ja noch. Aber dann ab Seite 6 ist dann Stormblood. Das machen wir dann natürlich noch nicht. Aber wir haben immerhin drei Seiten, was, oder? Ne, zwei Seiten haben wir komplett, die wir noch machen müssen. Da fehlt uns noch vieles. Und hier geht's auch noch auf Seite 7, Dramatisches Vorland. Manchmal sind hier nochmal Sachen, die wir hier bekommen können. Ich lese bei der Gulk immer das Gulag. Ab ins Gulag mit uns. Jetzt aber wirklich, meine lieben Freunde, wir werden die nächsten Parts, Blue Mage wird sehr spannend und ich hoffe, ihr freut euch darauf und seid nicht so traurig, wenn es dann soweit ist, dass auch Blue Mage vorbei ist. Dann kommen vielleicht noch die Handwerksquests bei mir auf YouTube und dann war's das. Dann war Final Fantasy 14 vorbei. Bis zum Juni. Ich kann jetzt an der Stelle schon mal sagen, ich werde am Juni, ab dem ersten Tag, im Early Access spielen. Ich werde aufnehmen, en masse. Ich werde Urlaub haben. Ich werde zocken, 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 zocken. Und ihr werdet jeden Tag auf meinem YouTube-Kanal Final Fantasy 14 Dawn Trail sehen können. Jeden Tag. Na. Das kann ich schon mal sagen. Außer mir kommt was dazwischen, weil mich ein Auto überfällt oder sowas. Aber das geht ja immer. Ne? Das zählt ja immer. Wenn ich irgendwie im Krankenhaus liege oder sowas, kann ich nicht aufnehmen, logischerweise. Wenn das erste Video 5 Minuten zu spät kommt, wird der Krankenwagen gerufen. Es kann übrigens auch passieren, ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen werdet, dass ich so 4-5 Parts an einem Tag einfach mal raushaue. So viel wie geht halt. So viel wie YouTube verarbeitet. Weil das ist immer das Problem. YouTube-Verarbeitung dauert immer ein bisschen. Ja. Na gut, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bisschen Blue Mage haben wir ja noch. Das wird bestimmt noch so 10 Parts oder so werden. Locker. Wir sind ja gerade erst mal im ersten Add-on jetzt angekommen. Geht ja dann noch Heavensward, dann kommt ja danach noch Stormblood und dann kommt ja noch Shadowbringers. Ich meine, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja. Ich kann mal ganz kurz, eine Sache kann ich gucken, einen Spoiler kann ich gucken. Carnival, Blue Mage. Okay, es gibt nur 32, okay. Ich dachte, es gibt noch mehr. Es gibt 32 Level. Warum 32? Achso, was? Das ist doch jetzt ein Witz. Willst du das wissen? Es geht bis 30 hoch mit Heavensward. Mit dem nächsten Addon gibt es dann ein weiteres und danach dem Addon gibt es auch nochmal einen weiteren. Deswegen 62. Okay. 32. Also ich meine gedacht, ich. Sie sparen sich die ganzen Monster und machen nur noch den Boss. Ja. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Haut da rein. Tschüss, tschüss. Danke fürs Dabeisein.